Sonst kannst du mich auch gerne über Facebook adden, Steam adden. Ich hab mal Screenshot. Genau. Direkt mal anschreiben. Ach ja. Ja, ein VR schon halb schieden, wenn man tot ist. Ja, ja. Ich hatte extra meine Kerze mit reingenommen, dass ich zur Not das Räucherstäbchen anzünden können, wenn er kommt, aber bevor er reinkam, ging die Kerze aus. Toll. Ja. Hat mich überrascht, der Sack. Weißt du, Jo, dann tschüss, ne? Jo, ciao, mach's gut. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, euch auch. Jo, genau. Bis denn. Da heißt du auch, Peacemaker zockt so, genau, auch auf Steam, Twitter, Twitch, etc., bla bla. Zusammengeschrieben? Ja, genau. Also Chaos Gamer hat mich gerade schon gefunden. Der hat mir gerade schon eine Anfrage geschickt. Ansonsten PM-666, das ist so der offizielle, mein Shortcut-Account. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Aber ich glaube, ich würde dann auch langsam mal wieder weiterziehen. Hallo. Jupp. Also, nee, hat Spaß gemacht. Bitte? Hier, ah ja, genau. Böhnfleisch kam gerade rein. Sehr gut. Wer kann denn hier auswählen? Das kann ich. Heißt ja. Du so auch auf genau, ich heiße auch auf Steam einfach Peacemaker zockt, von daher. Ich mein ja, ich zeige ja nur den Steam-Namen an, oder nicht? Genau, ja, das ist es halt. Aber ja, wie gesagt, ich würde es mal wieder ein bisschen weitersuchen. Hat mich gefreut, war mal wieder sehr angenehme Runde. Bis dann. Jo. Ciao, ciao. Jo. Bis denn. Ciao. So, schauen wir gerade, ob Viper noch Platz hat. Das schreibe ich ihm noch kurz an. I've gathered a list of other hunters asking for help. Das war Crazy Viper. Noch ein Streamer. Na, hab mal kurz nach. Und diese Phasmophobia-Zocker, ist ja schlimm. Das ist eigentlich die Uhr. Haben wir schon 22 Uhr. Zeit wieder ordentlich verflogen hier.
können wir mal gucken, was haben wir denn noch hier Schönes. Na gut, klar, es wird ja nicht, glaube, wird nicht angezeigt, wenn die gerade im Spiel drin sind. Na, spielen wir so lange noch eine Runde Basketball. Ja, das stimmt. Irgendwie. Gerade jetzt so gegen Ende des Jahres geht das doch relativ fix. Hui, Doppelkorb. Roll mir da nicht raus. Ja, ist halt bei dem Spiel halt so ein bisschen. Ja gut, während im Laufe des Spiels Leute rauskicken, ist halt auch nicht so das Wahre. Aber, von daher. Na, können wir so lange mal noch gucken, ob es irgendwas Tolles gibt. So, dann mal wieder auf ins Gefängnis. Vor allem für die großen Maps halt. You've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Charles. Charles Garcia, der ist, war doch gerade schon. Alleine. Tor, EMF. Okay. Ich nehme Bewegungssensor mit. I managed to get a copy of the. So, ich nehme mal mein Thermometer und ein Buch mit. Ich habe Thermometer und Bewegungssensor. Cool. Unserem Glück spawnt er direkt. Ja, gehen wir mal Richtung A, mal gucken, was es da Schönes gibt. Da haben wir schon mal nichts großartig. Aber ja. Ist ja auch groß, das Gefängnis. Blöderweise gehen die Türen hier relativ schnell auf.
Tür geöffnet? Ich bin gerade im Zellenblock A. Und nix großartig. Der Geist öffnet die ganze Zeit Türen und ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab. Okay. Warte, 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 ist noch nicht. Ist kein Safe Code. Aber irgendwo öffnet er die ganze Zeit Türen hier oben. Ah ja. Krieg ich eigentlich mit, wenn Dings schreibt? Ah ja. Jetzt, wie gesagt, kaum join ich im Spiel, dann sind sie fertig. Ich glaube schon, ja, ich glaube schon, den hatte ich neulich auch mal irgendwo da drin. Der ist oben, der ist oben, der ist oben, der ist oben. Alter, hab ich mich erschreckt. Okay. Alter, mein Herz. Wo? Oben? Ach, oben. Da sind Duschen. Kommt der denn nun hoch? Da vorne, glaube ich. Ja, dann ich glaube, ich verabschiede mich auch noch. Nee. Ich stand gerade im Büro vor diesem blöden Chefsessel. Ja, und dann plötzlich spawnt der und kratzt mir da ins Ohr. Oh Gott. Ja. Ich dachte so, der macht die ganze Zeit Geräusche. Irgendwo macht er irgendwie ständig Türen auf. Ja, ich schmeiß da mein Zeug gerade noch rein. Da ist es auch kalt. Bin ich da, nicht da, nicht da. Ach, da hinten, okay. Alles klar. Ah, hier war das letzte Mal auch gerade, als ich vorhin gespielt hatte. Also hier war es auch gerade eben ganz kalt, ja. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Er redet nur allein. Bist du? Bist du hier? So. Was hast du? Foto, aber der hat nicht geredet. Wie alt bist du? Schreib in das Buch. Ja, ich muss leider gerade raus. Sorry. Aber ja, ich habe, glaube ich, hatte ich noch irgendwie alles. Glaube ich, hatte auch nichts mehr großartig dabei. Okay, dann euch noch viel Erfolg. Bis später dann. Ciao. Danke, ciao. Gib uns Zeichen. Ah, jetzt verlassen. Oh, geht ja ganz gut. Ich glaube, es ist erstmal, dass ich eine Sitzung abbreche hier. So. Dann schauen wir mal. Da haben wir noch. Geht doch. So, Hallöchen. Peacemaker. Geht doch, natürlich. Ah, ja. Jetzt weiß ich, wer Peacemaker. Mit dem haben wir auch schon mal gespielt. Genau, letzte Woche. Ja, mit Peacemaker. Ja, stimmt. Ah. Deswegen hatte ich jetzt auch angeschrieben. Wir hatten noch so ein langes Gespräch in der Nacht. Ja. Genau. Ja. Da war ja was. Genau. Das hat mich ja auch gewundert. Weißt du, der Peacemaker schreibt mich die ganze Zeit an. Kaum geht einer, ist der Markus, also hier, das war gerade der Tron, der drin war, der geht raus, wupp, ist Lissi der. Also, hä? Jetzt, Moment mal, der Peacemaker wollte kommen. Und dann, deswegen, Lissi? Ja. Werde die alte Truppe von letzter Woche. Ja, perfekt. Sie hat dir gerade den Platz geklaut. Mhm. Nee, weil ich habe jetzt irgendwie, komm, rennst da noch ein bisschen rum.
Aber hab dann auch gemeint, ist halt auch ein bisschen blöd, jetzt quasi im Stream viertelstundenlang nichts zu machen. Ach komm, joins mal noch irgendwie in einer schnellen Runde. Und ich hab schon gesagt, wenn ich jetzt irgendjemandem join, ich glaube, sobald ich im Spiel drin bin, kommt dann die Meldung, dass ihr fertig seid. So, alles klar, na gut, Prison, na, ja gut, schauen wir mal, 2 Minuten, zack, wir sind fertig. Hab mich dann mal nett verabschiedet und aber war jetzt auch kein Problem. Mir fehlte noch das Bild vom Geist und wie ich bin, habe ich den halt so lange geärgert. Claudia ist rückwärts an die Wand gelaufen und dann vergessen seitlich wegzurennen. Ja. Sehr gut. Ich kam da nicht weg. Ich hing da wirklich fest. Ich habe links. Alle bereit? Achso, wir warten alle auf mich. Alles klar. Dann gehen wir mal gleich rein. Das ist. Ja, Leute, neulich hast du Dings noch gespielt, ne? Hab ich ja gesehen, Among Us und so weiter. Ja. Haben wir eine Taschenlampe vergessen? Ah. Oder hat schon jemand. Achso, haben schon alle, okay. Du hast ein Thermometer. Wir haben Edgefield, dann nehme ich mal. Ach komm, brauchen wir einen Bewegungssensor? Bitte nicht. Ein Einzelkind. Ja, brauchen wir. Nee, brauchen wir nicht. Na klar. Doch. Zweite. Doch. Oh nee. Toll. Zweite, wir haben keinen Bewegungssensor. Wir haben keinen Bewegungssensor eingepackt. Juhu. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, aber eigentlich. Ach, das ist die Aufwärmrunde. Da darf man sowas. Wer war fürs Packen zuständig? Aha, da wissen wir schon wer. Schlüssel Nummer 2. Der Schlüsselmeister. Ja, das heißt der Torwächter, ne? Der hat das schon. Er hat den Schlüsseldienst. Kinderzimmer. Wir sind aber Ghostbusters, ne? Was? Okay, sehr gut. Kinderzimmer. Naja, nicht ganz. So, komm, EMF, du kommst auf den Wickeltisch. Scheiße. Das ist wieder typisch. Oh, komm. Oh, 3. Dame, 3. Bist du oben oder unten im Bett? Wo bist du? Ja, du. Wo bist du? Magst du mit mir reden? Komm, wie alt bist du? Nee, das ist eine andere, die gesungen hatte. Das war, ich glaube, das gesungen war vor 2 oder 3 Wochen. Eine Einzelperson. Ja. Einzelperson. Echt? Nee, einzeln. Ja. Ah ja, okay. Dann geh ich mal raus. Wisst ihr, ich hab alles hier auf den Kinderschreibtisch platziert. Guck, alles hier unten. Wirfst du mit Würfeln nach mir? Wo bist du? Wie alt bist du? Was bist du? Wo bist du? Schreib mir ins Buch. Bitte. Bist du hier? Wie heißt du? Ah ja. Bist du lieb? Falsche Taschenlampe weggeschmissen. Fußabdrücke. Ach, hier, da läuft sie rum. Oh, kein Fotoapparat und hier läuft sie rum am Fenster. Touch ans Fenster. Fotoapparat liegt oben. EMF. Ah, ich glaube maximal 4, oder? Nee, 3, ja. Nee, wir haben aber, glaube ich, jetzt Gefriertemperaturen, oder? Ja. Aber hier waren so schöne Fußabdrücke zu sehen. Oh. Mach ja, Kamera liegt doch hier. Hier liegt doch Kamera. Ja. So. Ach so. Dann leg die doch auf den Wickeltisch, dann hätte ich sie gesehen. Da. Guckst du. Guckst du, ja. Ja, wie gesagt, geht schon fix. Also wir haben Gefriertemperaturen schon mal. Sonst aber, glaube ich, noch nix. Hier noch nicht. Okay. Ja, also EMF war zwischendurch mal, aber ich glaube maximal 4. Oh.
Ja, doch. Okay. Und wir haben die Box. Ist erwachsen. Nice. Sehr schön. Da haben wir alles. Ja, jetzt nur noch. Nur noch ein Geisterbild. Bewegungssensor, gut, das können wir knicken. Ja gut, aber das sollte dann relativ fix gehen. Wie sieht's denn aus? Sanity, ja. Könnte man noch gucken, ob wir irgendwas an schmutzigem Wasser finden, aber. Brauchen wir zwar nicht, aber könnten wir fotografieren. Wo bist du? Was machst du? Wer bist du? Was sind deine Hobbys? Stricken, häkeln, okay. Tauchen, töten. Jo, ich müsste eigentlich einen Dreck kommen, killen. Ja, kill. Was ist dein Hobby? Kill. Was ist die? Kennst du die Sendung Next? Zeig dich doch mal länger, ey. Ja, vielleicht reicht das ja schon fürs Geister-Event. Was? Wie bitte? Ich guck mal gerade. Okay. Ja, aber hatte für Geister-Event gereicht. Habt ihr da keine Kameras mitgenommen? Ja, aber dann können wir jetzt natürlich fahren, weil es geht ja nicht. So, hat fürs Geister-Event gereicht, das heißt, wir können jetzt fahren. Okay. Ich hab die im Grunzen gehört, ich dachte, die kommt jetzt in mein Zimmer rein und holt mich gleich. Mhm. Kommt. Ich komme, ich wollte die Klospülung ausprobieren, das ging nicht. Wo oben oder wahrscheinlich hier unten aus? Oben. Ja, wollen wir die Klospülung? Ich glaube nur unten. Die Klospülung. Ach so, okay. Als Challenge, jeder einmal spülen. Ich wollte es doch hören. Na komm, dann gehen wir noch alle einmal auf die Klospülung. Okay, alle einmal aufs Klo. Jetzt geht ihr noch mal aufs Klo und dann reiten wir los. Kloparty! So, hier. Yay! Das hat sich gelohnt. So, jetzt sterben halt alle. Der braune ist weg. Ruhig, Brauner. Das hat mich jetzt echt glücklich gemacht. Oh. So, alle gut, alle Mare drin, ja. Ja. Alles klar, dann fahren wir los. Und der Orb plötzlich. Das müsste sein. Ja, wieder was gelernt. So, ich muss ganz kurz mal was machen. So. 60 gab's nur, das ist ja lächerlich.
Ja. Eine Mare ist geizig. Ja, aber ich mach. Oh, also Prison. Da reden wir nicht drüber. Asylum. Ja, sind die beiden Profis. Ja, mir wär's völlig egal. Mir ist auch egal, sucht euch was aus. Okay. Ich geh gerne in den Knast. Kann ich jetzt ja mein angefangenes Prison noch fertig machen von vorhin? Genau, kannst du dein angefangenes Prison noch fertig machen, so sieht's aus. Ach Gott. Ich hatte übrigens vorhin das erste Mal mit jemandem gespielt, der VR dabei hat. Das sah halt auch super witzig aus. Ja, ich weiß, wir haben auch einen, aber... Hatte ich auch vorhin, das war sehr lustig. Ach, ich, leider Mighty Okbi. Sag mal Mighty Yokobi. Yokobi. Nee, Might Okbi oder der spielt auch mit VR. Das sieht so geil aus und das Geile ist, die können zwei Kameras rumschleppen in der Hand und noch zwei Gegenstände mit. Genau. Und ab geht's. Und mich hat er nachher immer im Buch verprügelt, nachdem er gestorben war. So, da ist er schon. Jo. So, ich nehme Thermometer, ich nehme Box, ich nehme Schlüssel und ich bin fertig. Salz, Event, dreckiges Waschbecken. Oh, hoffentlich ist der irgendwo am Waschbecken. Dorothy Jones. Oh, alleine. Dorothy Jones ist alleine. Ich gehe gleich Block A. Okay, ich gehe dann hoch. War nämlich heute, dass ich bei meinen beiden Prison-Runden war, der jedes Mal oben im Büro des Rektors. Du hast ja auch ein Thermometer, ne? Dann kam ja Lissy hatte auch das letzte Thermometer, ne? Nee, ich hab EMF. Dann kannst du ja mit mir oder mit irgendeinem von den Thermometerleuten mitkommen. Dann gehst du gleich in Block B. Dann haben wir gleich die drei Hauptblock. Also A, B und er geht nach oben. Dann haben wir drei Sachen ab. A, B oben. Okay. A, B oben. Dann gehe ich mit nach oben mit EMF, dann haben wir da alles abgedeckt. Okay. Ja, wäre echt witzig, wenn der jetzt schon wieder da oben wäre. Also ich habe den auch entweder da oben meistens. Stimmt. Ja. Ich glaube, oben ging eine Tür gerade. Alle guten Dinge sind drei, genau. Also Block B, ich guck ja nicht in der oberen Etage, aber unten ist alles warm. Ich glaube hier eher wenig. Ja, diesmal ist er auch nicht mehr im Wardens Office. Ich bin gerade hier beim Dings. Vorne wieder runter, guck mal vorne im Hauptsaal alles ab, bitte. Da ist die Räume vorne im Hauptsaal unten. Haupteingang da. Da auch schon mal eine Cafeteria. Ja, hier ist leider nicht so wirklich viel. Nee, dann nach vorne gehen. Das scheint jetzt nicht so viel zu bringen. Wart ihr oben schon überall? Krankenstation, Security-Raum und so. Vorne der Raum, der kleine. Ich hab EMF 3. Hast du auch irgendwie einen Temperaturunterschied? Ja, warte mal, hier waren 10 Grad. Hier sind so 10 Grad, hier vorne, vor der Tür.
11, 12, ja, hier so. Ja, 10 Grad, weil hier auch ein Flugzeug. Genau. 10 Grad. 10, 9, ja. Hier ist der Knochen, hat jemand schon ein Foto gemacht? Nee. Nee, aber ich hab eine Kamera. Wo ist denn der da? Oh. Bei mir auch noch. 12, 10, der ist hier im Hauptraum. Hier im Hauptraum, hier so. Schrank in der Ecke, in der 9 Grad sinkt gerade, ja. Er sinkt? Oh. Bist du hier? Was, der sinkt gerade? Hab ich jetzt gerade nicht gehört. Ja, du meinst, er sinkt gerade. Aber du meinst ja wahrscheinlich die Temperatur. Thermometer sinkt. Ja. Bist du hier? Ach, war ja ein Einzelkind, ne? Aber egal. Ich hab deinen Namen vergessen. Wie heißt du? Ich geh gucken. Soll der Geist ruhig antworten? Der ist halt schüchtern. Also der ist hier in dem Flur. Hier im Flur, 8-3, genau. Wenn du drinnen bist, sag Bescheid, dann mache ich Licht aus wegen Orbs gucken. Ich hab ja Kopfkamera. Bist du hier? Okay. Alles Sprachbox. Immerhin. Ist schon ein Buch drin? Ja. Also ja, aber noch nicht geschrieben. Wollt ihr wegen Orbs gucken? Ich mach dann schnell meine Kopfkamera. Ist ja an. Ja, mach mal bitte aus. Weiter nach links. Warte. Ich bring mal Kamera mit. Auch nix. Kannst du einmal in den kleinen Raum gehen, wo ich EMF hatte? Also hier hinten sind 4 Grad an der Tür. Der ist hier hinten. Achso, okay. 4,6 Grad. Da, wo ich jetzt nee, da ist aber auch nichts. Negativ nix. Okay, dann können wir das mal aufschauen. Oh, keine Kamera. Aber hier in der Ecke ist er definitiv. Ja, leider keine Fingerprints. Nee, 3,2, das sinkt. Aber guck mal die Tür an, weil ich glaube, die Tür hat sich hier bewegt. Hast du nicht geguckt? Der Lichtschalter? Die hier? Lichtschalter hier nochmal? Achso, ja, ich hab's gerade weggeschmissen, aber ja, da war auch nichts drin. Aber ich kann nochmal gucken, ja, sicherheitshalber. Ich hab auch von Lichtschalter bedienen gehört. Mhm. Nö, leider nix. Ne. Nüscht. Das Buch könnte man auch hinten hinpacken, eins. Also hier so im Gang, Gang Salzling. Halt ein Einzelgeist. Am besten legst die Kamera, weißt du, wo die Taschenlampe ist? So schön im Gang legen. Und an. Ah, die ist durchgefallen. Ah. Echt? Was denn? Ja, die hat da, ich wollte eher auf den Tisch hier drauf schmeißen, die ist dann halt irgendwie da durchgebackt, mehr oder weniger. So, besser. So. Okay, wir haben Orbs im Eingang. Cool. Eingang Orb? Wo? Also im Hauptgang? Ja, bei den Sitzbänken, da fliegt ein Orb. Okay. 3,2 Grad. Aus möglich. War warm hier? Ein Zeichen, wo bist du denn jetzt genau? Der kommt hier durch den Raum durch, weißt du? 3 Grad, der ist hier in der Ecke. Entscheide ich mal, wo du herkommen willst. Was auf die Police Station? Ja, entweder oder. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Ja, echt mal. Immer diese Geister, ey. Hör auf, durch Wände zu gehen, das ist unser Job. Geist, das nennt man Bug-Using, ja? Hör auf, Bug-Using zu betreiben.
Der macht einen Speedrun. Genau. Box und Orb. Orbs. Poltergeist, Jim, Mar. Oh, bin ich froh, kein Revenant. Kann ich wegrennen. Da kann ich wieder meine Rundreise machen. So, aber hier liegt wenig Zeug rum. Das heißt, wenn wir hier Sachen hinschmeißen, Bücher und alles, dann hat er was zum Herzen bewegen. Schreibe in das Buch. Der Kaffeebecher fiel hier gerade runter. Nee, das ist doch sich. High five. Fingerabdrücke. Ja, ist leider nicht. Was, noch, was hätten wir noch? Poltergeist? EMF? Dann Mare. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke, dann war noch Mare, glaube ich, ne? Ja, Mare, was brauchen wir dafür? Gin, oder? Ich weiß nicht, welche drei wir jetzt hatten. Poltergeist weiß ich. Poltergeist, Mare, Gin. Echt, Mare auch? Hand. Er jagt. Ui. Ja, ich höre ihn gerade hinter mir laufen. Hier rechts hoch die Treppe. Wo kommst du denn? Ei. Fuck. Einfach hochlaufen. Ja? Er hat schon einen. Oh nein. Hat er einen erwischt? Nee, der ist... Also, er hat es direkt sein gelassen. Da hatte ich hatte mich, weil ich bin ihm halt entgegengelaufen. Und dann so, fuck, oh nee, der kommt ja in die Richtung, alles klar, drehen wir uns nochmal um. Und ich hab schon gehört. Ich hab gar keine Angst. Dann so, okay, alles klar, das war's jetzt. Oh, weg. Ja, was für ein fauler Sack, ey. Also Mare, Box, Orb, ja. Mare, EMF. Da will es wohl jemand wissen, wie es scheint. Salz und Wasser. Fuck. Und Salz sollte ja eigentlich gehen. Ja, stimmt, da ist gerade ein wenig, ja genau, hier orbt es rum. Ja, geil, ich hab's. Wunderbar, das hat gezählt. Das Foto hat gezählt, guckt's euch an. Drei Ladies auf einem Bild. Drei englische Schaden. Sehr schön. Ah, Lizzie fehlt, glaube ich, noch. Ja, ja, Salz und dreckiges Wasser. Ja. Da läuft Lizzie. Da läuft sie. Ja. Aber kein Geist hinterher. Aber das ist so die Strecke, weißt du, gehst die eine Treppe hoch, die andere wieder hinten runter, dann gehst nach vorne und dann bist du fertig.
Das passt genau. Wenn ich im Zellenblock A bin, dann laufe ich nach vorne, einmal hinten die Treppe hoch, komme hinten wieder runter, kann wieder in den Zellenblock reingehen. Das passt. Da müsste er gleich auftauchen. Ich würde sagen, es ist ein Djinn, oder? Ja, im Zweifel ist immer EMF, weil das ist das, was irgendwie nicht so wirklich eindeutig zu erkennen ist. Fingerabdrücke waren ja keine und Gefriertemperaturen. Lissy hat 0%, da könnte jetzt öfter kommen. Mhm. Ja, du aber auch. Wenn sie ja drin ist. Ja, ja, aber wenn sie jetzt drin bleibt, oder ist, außer sie ist gerade gestorben, aber das. Na, ich glaube, das geht aber tatsächlich relativ schnell, dass das angezeigt wird. Lissy hat keine Kopfbedeckung dabei. Ja, natürlich! Ich bin alleine im Knast. Ach, da ist der Orb hier durch. Hier ist der Orb zu sehen gewesen. Da geht durch den Computer durch. Wer hat da gerade Licht angemacht? Das frage ich mich auch. Dann war er das. Dann guck mal nach Fingerabdrücke am Lichtschalter. Jetzt ist wieder aus. Ja. Der macht die ganze Zeit irgendwelche Lichter an. Und da rennt er, ja. Es ist die Oma. Die Oma. Hoffen wir, hat Lissy das gerade mitbekommen, dass wenn wir funken, gleich Bescheid war. Das ist nämlich, wenn du mitbekommst, dass eine Hand losgeht und du bist hier drinnen, gleich funken. Das ja, weiß jeder sofort, ist eine Hand. Mann, wir sind schon Profis irgendwie, ne? Ja, irgendwie. Wir ärgern die Geister, wir haben schon da Spaß dran. Aber die rennt nicht durchs Wasser, durch den Salz. Moment, da kommt sie zurück, guck, da ist sie. Ich hab sie. Schade. Noch ein Bild hat nicht gekriegt, aber das eins habe ich, aber das... Geht's dir gut? Ja, ich will hier raus. Ich komme jetzt raus. Ich versuch's. Ach komm, geht noch ein bisschen. Ich glaube, der Geist mag dich. Meinst du, wenn beste Freunde, dann soll er das Freundebuch schreiben? Ja. Oder malen. Nee, du bist ganz allein die ganze Zeit. Genau, such mal noch ein bisschen. Ja, wenn sonst nichts ist, kein Thema. Was ist denn bei Fingerabdrücke? Poltergeist, das ist, der hat vorhin was rumgeschmissen. Könnte durchaus... Deiner Tipp, Lichtschalter sind meistens immer an der Tür irgendwo. Ja, ich guck gerade die ganzen Türen noch nach, weil Lichtschalter sind da nicht scheiße. Ja, schön, dass man jetzt auch ein paar Orbs rumfliegen sieht. Ich hoffe, sie hat mitbekommen, dass man ihr sagen wollte, da ist jetzt eine Hand. Ja, ich denke, es kriegt sie ja spätestens mit, wenn die Dings nicht mehr geht. Und ich glaube, die UV-Lampe, die flackert ja auch. Also spätestens ja, da jetzt ist es. Aber sie konnte eben noch weiter quatschen. Stimmt. Weil sie mitten im Gespräch war. Wenn du drin bist, kannst du weiterreden, wie du. Da ist sie. Claudi hängt an der Tür. Komm, nimm du mal, du hast auch Pillen gefressen, ne? Nee, noch nicht, aber können wir machen. Ja, dann nimm mal den UV, dann gehen wir nochmal, oder hast du eine UV-Lampe? Nee, oder? Warte. UV-Stick. Claudi. Ich lebe immer noch. Ja, sehr schön. Wo bist du?
im Gefängnis, also in irgendeiner Zelle. Also ich komme raus. Also aus der Zelle. Ich gehe wieder in den Raum. Okay, ich habe Tabletten für dich dabei. Drogen! Überhin, ich suche gleich die Lichtschalter ab. War es jetzt so lange mit dem Geißlein, erstmal die Pille danach fressen? Safety first. Genau. Hier. Andere nehmen die Zigarette danach, ne? Jo. Danke. Bitte. Bei irgendwo muss doch hier Lichtschalter was geben. Kann doch nicht sein. Na, da flog schon wieder was runter. Bin echt der Meinung. Es ist ein fucking Poltergeist. Vielleicht war meine UV-Lampe kaputt. Aber ja, es ist einer, der jagt gerade. Es ist einer, der jetzt gerade jagt. Ja, mich. Ja, warum jagt er mich denn? Oder bist du hinter mir? Ich bin ja, ich glaube, er kriegt mich sogar. In der Hocke kannst du ja laufen. Scheiße. Ja, sollte jetzt aber reichen. Einfach rennen, nicht irgendwo hängen bleiben. Okay, ich hab's gerade so überstanden. Ja, dann sind es halt wahrscheinlich keine Fingerabdrücke, sondern halt EMF, was wir jetzt halt nicht eindeutig haben angezeigt. EMF habe ich auch die ganze Zeit in der Hand, aber da... Hier, 5. Okay. 5. Ah, Gott, danke. Mach ich doch eigentlich draußen. Danke, sehr freundlich. Ja, weil das funktioniert anscheinend auch, wenn der dann zumachen will und du hast sie gerade in der Hand. Ah, okay. Das hat, ist neulich mal jemand, der hat sie in der Hand gehabt, gerade aufmachen, wo der Hand losgehen wollte und dann ging die Tür nicht zu. Ja, wir hatten vorhin eine Runde, wo dann der Hand gestartet ist und der ein Typ stand halt in der Tür drin und dadurch, dass die Tür zugefallen ist, wurde er rausgedrückt. Da waren halt alle draußen und der ist halt drin allein rumgehandelt. Ja, Salz fehlt noch und Waschbecken, ne? Ja, aber der läuft nicht durch Salz, ne? Ich bin mal kurz auf Tüpfchen gleich wieder da. Viel Erfolg. Okay. Und spülen nicht vergessen. Ja, das passiert halt im Alter, ne? So. Ach ja. Jetzt ist mir warm. Cool. Ein schönes Geisterbild von euch drei. Also. Oh, da muss ich doch mal gucken. Ja, ich habe sogar eins vom Monitor gemacht, aber das zählt ja nicht. Also ihr beide vorne und hinten der Geist. Ja. Ich hatte auf Stream gesehen, sieht gut aus. Das sieht nice aus. Mhm. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ihr alle rausgegangen seid. Der Geist scheinbar schon. Quatschen. Hast du mich jetzt gerade zufällig gesehen oder hast du es ihn gesehen, dass ich da gerade spiele? Ich habe tatsächlich gerade. Ich wollte eigentlich. Oder? Achso, meinst du mich jetzt? Ja, nee, Lissi jetzt gerade. Achso. Ja, ich habe durch Zufall, ich wollte eigentlich ausmachen und dann habe ich gesehen, dann war das Erste, was mir angezeigt wurde, der Raum hier und da dachte ich, ach ja, nee, dann mach ich nicht aus. Nur dann nicht. Da kenne ich doch irgendwoher. Ja. Da kann ich ja nicht so dran vorbeigehen. Ja, das ist immer schwer. Ich gucke immer als Erstes, bevor ich einen Server aufmache, auch immer erstmal durchgucken. Jemand, der einen Channel auf hat, den du kennst, namentlich.
wer mit? Muss er nicht immer selber aufmachen? Weil ja, ist, genau, ich mache auch weiß selten. Man, woran man ist. Mhm. Ja, das finde ich auch viel besser. Obwohl ich war vorhin, also ich glaube, die erste Runde, wo ich heute drin war, war auch bei einem Viper. Die ist aber dann, ich glaube, Crazy Viper oder so. Aber es ist dann heute ein sehr viperreicher Stream. Ja, ja. Schlängeln uns durch Leben. Genau. Kommt hier wenigstens keine Schlangeweile auf. Ja, genau. So, wollen wir los oder wollt ihr noch irgendwas machen? Nö, ich glaube, wir zwei Geisterfotos, ne? Können, ja. Also zwei Kameras. Oder sollen wir das jetzt einfach lassen mit dem Rest? Den Salz lassen wir. Warte, was haben wir jetzt noch? Salz haben wir doch gestreut. Der läuft nicht durch. Ich habe hier sonst noch Salz. Soll ich durch. Das nochmal reinbringen? Das ist ja auch so ein Favorite Spot. Da, wo gerade eben F ausgeschlagen ist? Ja, ja. Also direkt, aber du gehst nicht allein da, wo es immer lang läuft. Ich wollte gerade fragen, möchte einer mitkommen? Ja. Warte, genau. Ja, genau. Schicken wir mal die Damen. Eben. Die sind doch Gentlemen, ne? Ja. Platziert das mal da hinten, wo der immer spawnt. Also bei dem. Ist es im hinteren Bereich bei dem Computer. Ist der irgendwo schon Fritz? Guck da mal bitte, weil ich sehe nicht. Ich glaube, das Salz war aber eher so im Eingangsbereich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das kann ja auch mitten im Raum sein, das muss ja nicht sein. Ja. Also bei den Vorsicht, Rutschgefahr-Schild da irgendwo in der Gegend bei dem Computer, Claudi, im hinteren Bereich, da wo der Orb so ist. Da ist ja der Spawn-Bereich. Und. Wie sie gleich das Salz fallen lässt. Da hinten, guck mal, da hinten blinkert. Siehst du ganz hinten? Ja. Blink, blink, blink. Da wird mit dem Licht rumgespielt. Aber gut, wir wissen ja, dass es Djinn ist, ne? Jo. Aber wie war es, der Djinn zieht deine aus dem Licht oder aus dem... Oder kann man ihm, wenn alles dunkel ist, Kraft nehmen? Ich schau grad nochmal. Auch gerade. Stärken. Schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Genau, dem Ort den Strom entziehen, hindert den Djinn daran am Nutzen der Fähigkeiten. Alles klar. Aber siehst du, hohe Geschwindigkeit zu bewegen. Mhm. Deswegen kam er uns so nah am Nacken. Ja. Der ist sehr schnell dran gewesen, wenn wir weiter weg waren. Naja. Oh, ist Salz abgehakt? Nein. Nein, aber macht überall Licht aus. Über den Stromkasten und macht Licht aus. Der ist vorne im Hauptauto. Dann ist es aber auch keine Putzfrau. Ja, der Strom ist. Ja, der ist direkt rechts neben oder links neben euch gerade. Ihr seid gerade dran vorbeigelaufen. Genau, wer ist Haupteingang? Genau. Jetzt da durch die Tür, die bei euch ist. Dann gleich rechts. Nein, die andere. Die Haupttür. Und jetzt gleich nach rechts. Da drinnen in dem Raum ist der Stromkasten. Nein, nicht da hinten. Ein weiter vorne. Ich glaube, die kommen da nicht rein sonst. Ja. Jetzt hören sie halt nichts mehr. Sie müssen hier hinten die Zwischentür rein und dann. Genau, ja. Ist, glaube ich, aber tatsächlich das erste Mal, dass ich die Karte, oder dass ich mitkriege, dass die Karte genutzt wird, um Leute zu navigieren. Echt? Jo. Naja, doch. Das habe ich schon bei anderen Sachen gesehen, sogar als Herausforderung. Ohne Licht und alles rein und einer sitzt und navigiert da und so. Ja. Als Challenge. Auch nice. Ja, ich glaube, ich habe halt sonst immer mit Leuten gespielt, die es halt schon kannten oder die Karten schon kannten und haben gesagt, ja gut, alles klar, das heißt, wir wissen ungefähr, wo wir hin können und dann ist gut. Ja, ich sage, die Karte kenne ich ja auch schon. Mhm. Du brauchst mir jetzt keinen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, geh ins, Direktorbüro, dann weiß ich auch, das ist oben, hinten. Also wenn du die Treppe hochkommst. Ja. Willst du die Scheiße nicht selber machen? Kommt runter. Ich zeige euch.
Das hat aber echt gerade so gut funktioniert. Also wenn die Hand nicht gekommen wäre, die hätte halt wie so noch eine Station weiter und dann hätte es gepasst. Genau, genau. Also ihr wart, ihr seid ja an der Tür vorbeigerannt, wo der Lichtschalter ist. Salz ist abgehakt, Salz ist abgehakt. Na dann, kommt raus. Juhu, ich freue mich. Ja, weil nachdem wir jetzt wussten, dass Gin ist, hätten wir den Strom ausschalten sollen. Ohne Strom ist der Gin machtloser. Tja. Da will's jemand wissen. Na gut, die sind ja aber auch beide halt schon ziemlich runter. Aber gerade unten angekommen, da geht der Hand los, weißt du? Ja. Oh. Schön nochmal umgedreht. Genau, nochmal schön umgedreht. Das ist so, boah, böse. Ja, doch nicht. Dann können wir jetzt einfach den richtigen nehmen. Zufälligerweise den richtigen Raum. Ja, ich dachte, wollen sie auch, aber warum jetzt? Okay, wenn ihr zur Tür raus seid, gleich die nächste Tür rechts rein. Na, genau, ja. Ja, genau, da. Und dann jetzt nochmal. Und da ist der Stromkasten. Ah ja. Ups, falsche Taste. Ja, genau, da ist der Stromkasten jetzt. Und der hat halt noch eine Hand. Ja. Hätten sie eh nicht geschafft jetzt. Hätten sie eh nicht geschafft. Ja. Könnt ihr jetzt noch zur Tür vorne gehen, an der Tür jackeln? Das wäre vielleicht eine Idee. Ich probiere das mal aus, ob das geht, dass ich die Tür dann aufhalten kann. Sollen wir zur Tür gehen und mal ein bisschen an der Tür rumjackeln? Ja, man kann auch andere Sachen machen. Aber ich hab's noch nicht probiert, irgendwie mit der, dass man die Kamera dazwischen stellen kann und so ein Zeug alles. Also mehrere, also das ist Bug-Using. Ganz ehrlich, das ist Bug. Mag ich, finde ich jetzt nicht toll, aber gut. Warte, ist gleich vorbei. Wir zeigen es ja nur fürs Video. Genau. Damit die Bugs behoben werden. Fertig, ihr könnt kommen. Frauen werden immer zuerst geopfert, ne? Ja, ja, wie in den Filmen. Oh, und Aktivität 4. Beeilt euch, Aktivität 4, jetzt schon wieder 8, das ist gleich wieder los. Gut, ihr habt auch keine Sanity mehr. Wir rennen doch schon. Ich guck mal, ob ich die Tür aufhalten kann. Ah ja. Okay, ist weg. Ist wieder gesund auf 4. Alle raus. Ich hätte nicht gedacht, dass wir alle überleben. Also eigentlich habe ich nur gedacht, dass ich sterbe. Des Öfteren. Na, hat doch gut funktioniert. Das sieht aus wie Sackvollbacken, ne? Das sieht ja aus wie Sackvollbacken. Tick, 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 tick. Oh ja. Du hast die Schnauze voll. Beide mal das gleiche nebeneinander, ne? Oha. So wie die Eimer, diese Sandbogeneimer da, ne? So. Ja, stimmt. Gut. Puh, jetzt können wir. Jetzt können wir. Das Waschbecken will ich nicht. Kann so lange putzen. War eine Putzfrau, die sich eh nicht wäscht. Ja. Aha. Ah, ich wollte gerade sagen. Oh ja. Das sieht immer so aus, weißt du, wenn man raus ist, dann denkt man, okay, kommt der jetzt nicht mehr? Wähle einen Job. Lastwaren wir gerade.